Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gear City hier auf dem Kanal von Blankenburg. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist eine gewisse Zeit vergangen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Deswegen, ich muss auch erstmal wieder ins Spiel hineinkommen, ihr mit Sicherheit auch. Deswegen beginnen wir natürlich mit dieser neuen Staffel ganz langsam. Wir sind im Dezember 1924 und wir prüfen mal eben unser Buch. Da habe ich offensichtlich mir alles angesehen. Ja, ich würde sagen, wir lassen mal voranschreiten ins Jahr 1925 und gucken, was da auf uns wartet. So, die Zeit geht voran, 85%. Und dann sind wir hoffentlich gleich da. Das sieht gut aus. Cashflow war negativ, stelle ich fest. Es gab zumindest mal keine verpassten Verkäufe. Das ist gut. Hier sind noch Sachen in Entwicklung, die wir definitiv abwarten müssen. Na, hatten wir Steuern? Aha, okay. Das ist also mitunter der Grund. Irgendwo deutliche Überproduktion. Ja, das ist sogar leicht im Minus hier. Da ist der Bestand noch groß. Nee, das sieht bisher alles sehr gut austariert aus. Von dem her würde ich sagen, ein wenig provokant direkt in die nächste Runde. Vorher schauen wir allerdings. Aha. Wir haben den Hermelin Titanium G7 abgeschlossen. Den sollten wir uns mal ansehen. Ich schätze mal, dass das ein neues Fahrzeug ist. Das heißt, wir müssen hier in die Fabriken. Hermelin Titanium Normal. Hermelin Titanium G7. Wir haben eine Produktion frei. Ich weiß nur nicht, wo die ist. Ich schaue mal eben in Nordamerika. Wo ist er denn? Hermelin Titanium G7. Aha. Also wir könnten den in Nordamerika produzieren. Ich würde mal mit 80 starten. Ja. In Europa. Auch hier haben wir Linien frei. Hier würde ich... Na, wir gehen mal auf 2 Linien. Aber auch nicht übertrieben viel. Ja, wir gehen mal hier auf 120 und gucken mal, wie sich das Ganze verhält. Natürlich müssen wir das Fahrzeug auch noch in den Verkauf bringen. So, und hier wird uns jetzt ein sehr hoher Preis angesetzt, 5.800. Ich würde mal den Vorschlag nach unserem bekannten Schema übernehmen. Ich fürchte allerdings, dass wir mit einem derart hohen Preis kaum Umsätze generieren werden. Aber wir werden sehen. So, alles eingestellt. Zeit, um die Runde verstreichen zu lassen. Und wir werden hoffentlich gleich etwas sehen. Dringendes Handeln erforderlich. Es wird etwas gefordert, nämlich 4,15%. Ich glaube, das können wir besser verhandeln. Lohnerhöhung um 0,0 und 4,15 in der Altersvorsorge. Ups. Wo finden wir denn die? Ah ja.
Das ist interessant. Hier kann ich nichts erreichen. Und das ist hier so unfein zu regeln. Kann ich das irgendwie mit der Tastatur? Nein, leider nicht. Aber 4% wird angenommen, also nehmen wir die 4%. So. Hermelin Titanium, verpasste Verkäufe haben wir auf jeden Fall. Da müssen wir uns gleich darum kümmern. Und wieder einen positiven Cashflow. Sehr gut. Dann lasst uns doch mal in die Gebietsverkäufe gucken. Da werden wir dann auch gleich sehen, wo es Probleme gab. Und ja, wie ich eigentlich schon erwartet habe, war das in Europa. Da haben wir noch eine Fabrik frei. Hermelin Titanium. Na, wir sollten vielleicht erstmal auf Europa umschalten. G7. Wir nehmen noch die weitere Produktion dazu. Wir brauchen auf jeden Fall 162. Ja, ich würde mal auf 180 gehen. Dann schauen wir eben nochmal, wie der Verkauf in Nordamerika gelaufen ist. Hermelin Titanium G7. Theoretisch müsste der doch... Ach, wir sind schon auf Seite 2. Naja, seht mal her. So groß ist die Überproduktion hier nicht. Das sollten wir eventuell direkt nachsteuern. Und naja, ich hätte gesagt, zumindest ein bisschen was drauf packen. Wir gehen mal auf 100. Und ich denke, damit sollten wir recht sicher stehen. Aktienberichte sehen gut aus. Fahrzeugverkäufe, ja. Ameise 2 ist hier führend. Und das neue Stufenlosgetriebe ist hier erforscht worden. Und wir können das direkt in unserem Fahrzeugdesign einsetzen. Da haben sich doch die Forschungskosten gelohnt. Und 3 neue Karosserien. Liebe Leute, ich glaube, wir sollten hier direkt mal in die Forschung gehen. Das wäre ein neues Getriebe. Und zwar haben wir jetzt einmal das Automatik und das CVT, Continuous Variable Transmission, glaube ich, heißt das ausgeschrieben. Tja, was ist denn hier besser? Na, das klassische Automatikgetriebe hat hier Vorteile. Ich hätte gesagt, wir sollten direkt mal beide Typen entwickeln und tendenziell natürlich eher erstmal für die hochpreisigeren Fahrzeuge. Ja, die klassische Automatik, da sollten wir aufpassen, dass wir uns hier preislich nicht verzetteln. Ich würde vielleicht erstmal mit 3 Gängen starten, denn die Preise sind hier schon ordentlich. Ja. Transaxle brauchen wir hier nicht. Auswahl annehmen. Ja, wir sollten vielleicht mal den Motor wählen. Und da würde ich natürlich hier den R6 nehmen, unseren neuesten. Tja, jetzt ist die Frage. Sollen wir hier vielleicht doch direkt auf 4 Gänge gehen? Naja, ich würde fast sagen, wir probieren das mal. Naja, das macht hier ein bisschen was aus. Ist ja aber letztlich auch für das Luxussegment gedacht. Und von dem her, ja, würde ich sagen, wir nutzen das mal als Ausgangspunkt. Wir müssen jetzt hier nochmals den Motor wählen. Tja, und dann
geht es hier an die Feineinstellung des Ganzen. Wir sollten auf jeden Fall den Leistungsschwerpunkt etwas erhöhen. Na. Generell auf die Leistung kommen wir hier gar nicht. Ach, das bezieht sich auf diese Leistung hier. Na, ich würde das hier mal mittig setzen. Verbrauch. Gehen wir auf 50. Schalterleichterung. Na, die ist schon von Hause aus relativ hoch. Ich gehe hier mal auf 80. Zuverlässigkeit. Ja, die sollten wir erhöhen. Ich passe das mal auf 50 an. Die Qualität. Ja, die dürfen wir durchaus auch erhöhen. Ja, kommen wir hier auf 40. Ja, sehr gut. Technik. Na, das bisschen vielleicht noch. Fertigungstechnik bringt hier kaum einen Mehrwert. Würde ich unten lassen. Ja. Und hier sehen wir, unterstützt die Umdrehung nicht. Also wir müssen hier durchaus recht hoch gehen. Ja. So würde ich es einstellen. Das wird dann aber schon sehr teuer, muss man sagen. Wenn ich doch auf Dreigang gehe. Viergang. Dreigang. Ne, wir bleiben erstmal beim Viergang. Ja. Dann schauen wir uns mal an, wie wir die bisher genannt haben. Die Entwicklungszeit sollten wir eventuell noch anpassen. Hier würde ich sagen, 12 Monate genügen hier. Ja. So, entwickeln. Und wir stellen das Ganze ein. Nehmen natürlich hier wieder einen geeigneten Namen. Und ja, da würde ich nennen das Ganze. Nennen wir das Ganze AW, wie Automatikwandlergetriebe, mit vier Gängen in diesem Fall und einer Drehmomentleistung von 204. Und geben das Ganze in die Entwicklung. Ich würde das allerdings unter dem Namen Hermelin veröffentlichen. Das ist ja durchaus ein Premium-Produkt in unserem Hause. Und ich würde direkt noch eines in Auftrag geben. Wir gehen hier auf assistiert und nehmen hier das CVT, was vor allen Dingen einen Gewichtsvorteil hat, im Gegensatz zum Automatik. Und ist ja auch kostentechnisch nicht so gut. Er wird hier empfohlen für Kleinwagen und da würde ich dieses Mal tatsächlich auch den Schwerpunkt drauf wählen. Wir haben ja hier diesen 45 PS Kleinwagenmotor, beziehungsweise eventuell sollten wir es auch auf den hier ausrichten. Wir gehen mal auf den R5. Nee, oder? Nee, wir gehen auf ihn hier. Auf den R4. Wie ist denn da der Unterschied? 130, 155? Ja, gut, wir sollten es vielleicht, damit es einigermaßen austauschbar bleibt, hierauf gehen. Das finde ich jetzt allerdings interessant, dass wir bei einem CVT-Getriebe die Anzahl der Gänge einstellen können. Das hat irgendwie was Albernes, möchte ich fast schon sagen.
Tja, gut. Ich wähle hier nochmal den Motor aus. Wir haben gesagt, den wollen wir haben. Und hier sollten wir jetzt auf jeden Fall eher auf Kosten achten. So, wir müssen auf jeden Fall das Drehmoment erhöhen. Ja. Perfekt. Das senken wir alles hier ein bisschen ab. Ja, Leistungsschwerpunkt vielleicht ein bisschen erhöhen. Ich würde hier den Vorteil auf Verbrauch legen. Schalterleichterung. Naja gut, das ist hier alles ein bisschen relativ. Ja. Die Materialqualität hat hier kaum Auswirkungen. Ja, vielleicht hier so ein bisschen noch. Ich möchte auf jeden Fall unter 400 bleiben. Ja. So, und auch hier reichen uns 12 Monate. Das ist definitiv mehr als genug. 3 Gänge. Alles gut. Und wir entwickeln das Ganze unter dem Namen. Tja, wir haben jetzt hier eine Anzahl von Gängen. Aber ich würde hier vielleicht ein eigenes Schema wählen. Wir nennen das Ganze CVT. K wie Kleinwagen. Und 233. Meine blöde Frage, warum braucht das so hohe Drehmomentangaben? Eben, das kann ich doch hier runterdrehen. Wir haben nur 155. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Dadurch sinken natürlich auch die Kosten wieder ein ganzes Stück. Sehr schön. K155 für den Kleinwagen. Ja. Eine gute Sache. Wir gehen in die Entwicklung. Und zurück ins Büro. Und lassen einmal die Zeit vorlaufen, denn nächsten Monat kommt ja direkt das neue Kleinwagenfahrgestell auf Leiterbasis. Tja, und sobald dann auch noch der Motor fertig ist, können wir hier dann, glaube ich, durchgreifen. Im Übrigen wird diese Folge wieder mit Publikum aufgezeichnet, wenn ihr ebenfalls bei diesen Aufzeichnungen mit teilnehmen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal hier auf YouTube oder noch besser, folgt mir auf Twitch. Die Verlinkung zu Twitch findet ihr auf meiner Kanalseite oben rechts, indem ihr auf das Twitch-Icon klickt. Ja, und damit ist dann auch die Berechnungsphase hoffentlich gleich zu Ende. Und wir gucken mal, wir haben auf jeden Fall positiven Cashflow gemacht. Wir haben allerdings diesen Monat auch Steuern bezahlt, deswegen finde ich das jetzt eher unproblematisch und hier auch keine Nachteile gehabt. Wir gucken mal eben hier rein und wir sehen, naja, Rückgang der Nachfrage, das müssen wir uns gleich anschauen. Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und in der nächsten Folge haben wir dann mit Sicherheit wieder einiges zu tun. Bis dahin, euer von Blankenburg.